Herzlich willkommen zu unserer Videoreihe Braun Icons. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf den SK4, eine Kombination aus Radioempfänger und Schallplattenspieler. Er gilt als ein Meilenstein der Produktgestaltung der Firma Braun. Durch sein funktionales und selbsterklärendes Design wurde er zu einer Ikone der Radiorevolution der 50er Jahre. Bis heute ist das Tischgerät auch unter dem bildhaften Namen Schneewittchensarg bekannt. Diesen verdankt es seinem transparenten Acrylglasdeckel. Er verleiht dem Objekt einen vitrinenhaften Charakter. Das moderne Material, auch bekannt unter dem Markennamen Plexiglas, gilt in den 50er Jahren als unzerbrechlich. Es irritiert die bisherigen Sehgewohnheiten und trägt dazu bei, dass sich der Spitzname etabliert. Doch was macht diese neue Designsprache aus? Bereits auf den ersten Blick wirkt der SK4 unglaublich modern und man möchte kaum glauben, dass er fast 70 Jahre alt ist. Die klare Form und seine helle, moderne Farbigkeit stehen im Gegensatz zu klobigen, dunklen Musikmöbeln der Vorkriegszeit, die in bürgerlichen Wohnungen zu finden waren. Im Vergleich dazu wirkt das Gerät nüchtern, beinahe entblößt. Diese neue Gestaltungsweise war 1956 eine regelrechte Irritation für diejenigen, die opulente Technik und Musikgeräte gewohnt waren. Der Begriff Möbel ist für den SK4 sicherlich keine passende Bezeichnung mehr. Die Gestalt und Konstruktion des Schneewittchensarg zeichnet sich durch die Kombination moderner Materialien aus. Die weiße Metallfront aus einem abgewinkelten Blech, Bedienelemente aus Kunststoff und der charakteristische Acrylglasdeckel. Das quaderförmige Gehäuse ist zwischen zwei Seitenwänden aus hellem Ahornholz eingefasst. Die gesamte Technik befindet sich unter einem durchsichtigen Deckel. Dieser gibt den Blick frei auf den streng strukturierten Inhalt des Geräts und seine zweifache Funktion. Die klare Aufteilung der Oberfläche ist ein wesentliches Gestaltungselement. Links befindet sich der Plattenspieler. Dieser kam später sogar als separates Gerät auf den Markt. Auf der rechten Seite sind die Bedienelemente aus Kunststoff für das Radio. Die ergonomisch geformten Knöpfe und Tasten, zum Beispiel für die Einstellung des Senders oder der Wellenbereiche, sind L-förmig angeordnet. Die Lautsprecherschlitze sind horizontal auf der Front und parallel zu den Elementen auf der Oberfläche angeordnet. Dadurch soll eine bestmögliche akustische Qualität erzeugt werden. Auf der Geräterückseite befinden sich die Belüftungsschlitze in gleicher Form. Die Ansichtsseiten sind identisch, sodass es frei im Raum platziert werden kann. Anfänglich war die Akzeptanz des Gerätes bei den Händlern eher verhalten und der erhoffte Markterfolg blieb zunächst aus. Auf der Interbau, einer wichtigen internationalen Bauausstellung, die 1957 in Berlin stattfand, wurde der SK4 von Architekten in die Gestaltung von Musterwohnungen eingezogen. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es nicht mehr lange, bis er sogar international erfolgreich wurde. Den Gestaltern der Firma Braun gelingt es mit diesem Gerät, dem SK4, eine charakteristische Formsprache zu etablieren, die auch in vielen nachfolgenden Produkten aufgegriffen wird. Wir freuen uns, euch bald zur nächsten Folge zu begrüßen.